Am liebsten in meiner Freizeit spiele ich Klavier und singe. Also meistens Training, Leichtathletik. Ich bastel gern und gehe mit meinem Hund spazieren und spiele gern mit Legos. Reiten, Schwimmen, Judo. Und ich chille gerne. Die Kinder der Diesterwegschule in Weimar haben Hobbys wie alle anderen Kinder auch. Eines jedoch unterscheidet sie vom Großteil anderer Kinder. Sie sind blind oder sehbehindert. Um jedes Kind nach seinen eigenen Begabungen, Wünschen und Zielen zu fördern, bietet seit 2008 das überregionale Medien- und Beratungszentrum Weimar sehbehinderten Kindern und deren Eltern Unterstützung und Beratung an. Gerade im gemeinsamen Unterricht mit sehenden Kindern benötigen sie besondere Hilfestellung. Auch der sehbehinderte Paul und seine Mutter kommen hierher, um die Bedingungen zu schaffen, damit Paul eine normale Schule besuchen kann. Wir hatten bis vor 20 Jahren eine Schule für sehbehinderte und blinde Kinder hier in Weimar. Doch inzwischen ist der gemeinsame Unterricht für die Kinder wesentlich intensiver geworden. Und so ergibt sich jetzt die Notwendigkeit, Kinder, die in Thüringen und anderen Schulen unterrichtet werden, zu begleiten, zu unterstützen. Das Medien- und Beratungszentrum für sehgeschädigte Kinder ist Bestandteil der Schule und stellt die Außenwirksamkeit dar. Gut. Findest du noch ein Wort, was du schon lesen kannst? Ganz speziell bieten wir eine Hilfsmittelberatung an. Da kommen also die Kinder mit ihren Eltern und wenn möglich auch mit dem mobilen sonderpädagogischen Dienst, der das Kind dann im gemeinsamen Unterricht berät, hierher und wir probieren verschiedene Hilfsmittel aus. Das sind also Lupen, Bildschirmlesegeräte und versuchen dann festzustellen, mit welchem Hilfsmittel das Kind am besten klarkommt. Das ist die eine Sache. Und ansonsten bieten wir Fortbildungen an, denn es sind ja auch die Pädagogen an den Grundschulen, Regelschulen und Gymnasien betroffen, dass die Kinder jetzt in ihrer Klasse lernen und sie sollen natürlich auch diese Kinder so gut wie möglich unterstützen. Damit für Paul die optimalen Hilfsmittel für den Schulunterricht gefunden werden können, werden verschiedene Tests durchgeführt. Sie können die Nachteile des verminderten Sehvermögens wesentlich minimieren. Für viele Eltern stellt die Diagnose der Sehbehinderung bei ihrem Kind eine Überforderung dar. Sie wissen nicht genau, wie sie ihrem Kind am besten helfen können. Das Medien- und Beratungszentrum dient als Ansprechpartner, der ihre Probleme versteht und gemeinsam mit Augenärzten, Optikern und Mitarbeitern verschiedener Ämter Lösungen finden kann. Dabei werden pädagogische Tipps genauso gern in Anspruch genommen wie Hilfsmittel zum besseren Sehen. Die Tests haben ja halt auch jetzt mit den Kästchen oder mit den Zehen jetzt schon mal so die Erkenntnis gebracht, was er halt braucht für später. Ist ja auch für mich jetzt wichtig, gerade wenn man zu Hause übt oder so, dass man halt jetzt schon andere Kästchen dann halt verwendet, dass es ihm halt auch damit leichter gemacht wird. Diese Mittel mit diesen Ferngläsern oder auch mit den Schreiben am Computer, die Mittel hat man ja sonst nicht. Oder diese Tests, dieser Schreibabstand, es wird ja sonst nichts mehr gemacht. Wenn man jetzt nicht selber die Möglichkeit bekommt, dass man das angeboten bekommt oder sich halt nicht selber kümmert, macht das ja dann niemand mehr. Und so sind wir ja jetzt doch schon eine Erkenntnis weiter, wie vorher. Oh. Ich sag Stopp. Nee, du zeigst mir einfach, wo ist denn Orange? Ist das Orange? Ja. Gut. Im Medien- und Beratungszentrum wird unter Anleitung von Fachpersonal anschaulich und handlungsorientiert gelernt. Mit Erfahrung, sonderpädagogischer Kompetenz und einer Menge Spaß. Also bei mir heute. Was kriegst denn du mal für einen? Alle Eltern, Pädagogen und Bezugspersonen von Kindern, die Unsicherheiten im Umgang mit der Sehbehinderung spüren, sind eingeladen, sich dort zu informieren und helfen zu lassen. Da würden wir uns wünschen, dass sie einfach zu uns kommen, bevor sie irgendwelche optischen Hilfsmittel oder andere Hilfsmittel selber einkaufen, dann lieber zur Beratung kommen. Ja, das Perfekte erreichen wir, dass es uns möglich ist, die Kinder so gut wie und die Eltern und die Pädagogen so gut wie möglich zu unterstützen und zu beraten, dass diese Beratung auch überall ankommt und dass diese
Beratung auch umgesetzt wird. Und ja, dass die Kinder einfach dann in der Integration richtig gut zurechtkommen und vielleicht irgendwann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren zu uns zurückkommen und berichten, dass alles gut klappt oder dass wir wieder neu schauen, wie können wir dem Kind jetzt weiterhelfen. Das wäre, glaube ich, so unser Anspruch. Und damit Paul seine Lieblingshobbys genießen kann, steht das Medien- und Beratungszentrum ihm und seiner Familie auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite. Musik. Was denn? Fahrradfahren.